In dieser Ausgabe von Car News TV geht es um den neuen Ford Fiesta, aber auch um den aufgewerteten Mazda 2 sowie die Dieselprämie. Diese bietet Toyota nun auch in der Kombination mit der Hybridprämie. Beginnen wollen wir allerdings mit einem Hybriden, der es in sich hat. Vorhang auf für 680 PS im neuen Porsche Panamera Turbo SE Hybriden. Lexus hat es vor einigen Jahren vorgemacht und die Topmodelle immer nur als Hybrid angeboten. Diesen Weg geht nun auch Porsche mit dem Panamera Turbo SE Hybriden und, wir können es verraten, zu Recht. Erster Blick unter das Blech zeigt, dass der Wagen etwas ganz Besonderes ist. Doch lassen wir uns das einmal von den Entwicklern erklären. Die Hybrid-Technologie im Panamera ist elementarer Bestandteil unserer Baureihe. Wir haben angefangen, 2013 den ersten Plug-in-Hybrid einzuführen. Und jetzt schreiben wir eigentlich die Erfolgsgeschichte, auch was den Verkauf der Fahrzeuge angeht, fort. Wir haben in der neuen Panamera-Baureihe zwei Hybridfahrzeuge. Einmal den bereits bekannten 4PHEV als Basisversion und erstmalig in einem Porsche auch den Top Turbo S als Plug-in. Und wir setzen ihn dort bewusst ein und er ist eben das Top-Modell in der Baureihe, nicht trotz des Hybridantriebs, sondern wegen des Hybridantriebs. Quasi der Performance-Baustein der Zukunft für unsere Fahrzeuge. Die wesentlichen Komponenten, wenn wir im hinteren Teil des Fahrzeugs anfangen, ist die Batterie. Wir haben die Kapazität der Batterie von 9,4 auf 14 Kilowattstunden gegenüber dem Vorgänger vergrößert, ohne mehr Gewicht ins Fahrzeug zu packen. Und dann natürlich ganz wesentlich die eigentlichen Antriebskomponenten des Hybrid-Triebstrangs. Im Vorderwagen rechts in Fahrtrichtung die Leistungselektronik und zwischen Verbrennungsmotor und Getriebe integriert die E-Maschine mit einer Trennkupplung für das rein elektrische Fahren. Wir profitieren natürlich von den Entwicklungssprüngen bei der Zelltechnologie. Wir können hier auf eine sehr neue Zelle zurückgreifen, mit der eben diese 80% des Energiegehaltes auch wirklich dem Kunden zur Verfügung gestellt werden können. Auf der einen Seite effizienzbezogen fürs reine E-Fahren, auf der anderen Seite performanceorientiert für eine Porsche-typische Fahrdynamik. Leider wird das Porsche-typische Potenzial der Fahrdynamik dieses Fahrzeugs aber nur auf der Rennstrecke und völlig ungezügelt sichtbar. Wir haben es also dort bewegt und waren überrascht. Dies ist allerdings sehr untertrieben, zumal wir gleich daneben den regulären Panamera Turbo zum Vergleich bewegten und durch den Wechsel von Turbo auf Turbo Hybrid auch einige interessante Unterschiede feststellen durften. Vor allem, dass der Turbo S nicht mehr die Top-Antriebseinheit darstellt. Für nun mindestens 185.736 Euro wird der Panamera zum Usain Bolt der Automobilindustrie und braucht nur noch 3,4 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit endet bei 310 Stundenkilometern. Man wird vielleicht sagen, das macht doch nicht wirklich Sinn, eine Limousine auf einer Rennstrecke. Aber in diesem besonderen Fall würde ich da widersprechen. Bei den meisten Fahrzeugen macht es wirklich keinen Sinn. Dieses Fahrzeug gehört auf eine Rennstrecke. Denn Sie sehen es schon, diese Fahrleistungen sind absolut atemberaubend. 680 PS. Das ist natürlich die kombinierte Leistung von Verbrennungsmotor und Elektromotor. Und beides zusammen ergibt insgesamt 850 Newtonmeter Drehmoment. Und dieser ist nicht irgendwann da, wie bei den meisten Verbrennungsmotoren, sondern der ist sofort nach dem Start da. Interessant ist dabei natürlich noch besonders die Fahrleistung. Dieses Fahrzeug hat Allradantrieb und dadurch eine noch wesentlich bessere Traktion. Und jetzt kommt es, sehr vorsichtig gestoppt ist dieses Fahrzeug in 3,4 Sekunden von 0 auf 100. Das ist nochmal 0,2 Sekunden schneller als ein AMG GTR. Und, Sie werden es wahrscheinlich sich auch denken können, dieses ist eine Limousine, die deutlich schwerer ist. Dieses Fahrzeug hat ganz andere Fahrleistungen und es hat natürlich auch 4 Sitze. Beim direkten Vergleich mit einem 911S sehen wir schon den Mythos 911 bröckeln. Eine Chance gegen die Panamera-Limousine mit Turbo S-Hybridantrieb hat der Elva zumindest in der Beschleunigung nicht. Erstaunlich ist dieses natürlich, diese ganzen Fakten, wenn man bedenkt, dass man diese Limousine irgendwann mal im Stadtverkehr beobachten wird. Man wird es sehen, man wird hineinschauen und sagen, aha, da fährt jemand spazieren.
Ja, kann sein. Aber es kann auch sein, dass es auf eine Rennstrecke geht, so wie ich jetzt. Und es macht einen Höllenspaß, dieses enorme Drehmoment, diese Kurve hier mitzunehmen, diesen Drift, diese unglaubliche Beschleunigung gerade aus den Kurven heraus. Die Gasannahme ist enorm gut. Und dieses Fahrzeug, natürlich auch durch die Composite-Bremsen, das sind die Keramikbremsen, haben eine enorm gute Verzögerung und das Fahrzeug hängt unglaublich gut am Gas. Alles in allem ein unfassbares Fahrzeug mit Fahrleistungen eines Supersportlers, natürlich im Gewand einer ganz normalen Limousine. Interessanter ist allerdings, dass dieses Modell den Beginn einer neuen Zeitrechnung bei Porsche darstellt und zudem zeigt, wie Automobilhersteller clever ihr über Jahrzehnte erworbenes Know-how in die Zukunft investieren können. Elektroautos, die nur mit geringer Geschwindigkeit durch die Städte gleiten, kann jeder bauen. Die großen Elektrokonzerne und auch neue chinesische Anbieter. Das Wissen aber, wie Sportwagen im Highspeed-Segment bewegt werden, das haben nur wenige. Und Porsche steht dort auch in der Zukunft der elektrischen Sportwagen in allererster Reihe. Zeitenwende bei Porsche. Aber hatte diese nicht gar mit dem 918 begonnen, Herr Weinberger? Der Panamera Turbo SE Hybrid als neues Topmodell der Panamera Baureihe baut sehr stark auf dem 918 Spider auf. Er ist gewissermaßen, wenn man so will, der 918 für 4 Personen, für die ganze Familie. Der 918 Spider ist so etwas wie der Urvater der neuen Hybrid-Philosophie von Porsche, nämlich Hybridantrieb nicht als Notwendigkeit für mehr Effizienz alleine, sondern auch als Performance-Baustein, also noch mehr Performance, das, was Porsche-Kunden in der Regel ja von ihren Autos erwarten. Das heißt, auf der einen Seite bieten wir noch mehr Performance durch den zusätzlichen Elektromotor, auf der anderen Seite natürlich auch rein elektrische Reichweiten von über 50 Kilometern und natürlich einen entsprechenden niedrigen Durchschnittsverbrauch. Wir nennen das E-Performance. Das hat der 918 Spider im Prinzip sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als lange Zeit überhaupt schnellstes Serienfahrzeug auf der Nordschleife. Und dass eben Hybrid keine Verzichtserklärung ist oder nicht nur rein dem Effizienzgedanken untergeordnet ist, sondern eben auch als Performance-Baustein nutzbar ist. Das hat der 918 mehr als eindrucksvoll bewiesen und das übersetzen wir jetzt auch auf unsere Panamera-Baureihe, schon mit dem Panamera 4 E-Hybrid und jetzt natürlich mit unserem Topmodell, dem Turbo SE-Hybrid. Das ist ganz klar unser Weg in Richtung Elektromobilität. Performance kann man genauso gut spielen und umsetzen im Bereich Plug-in-Hybrid-Technologie und mit Sicherheit dann auch später im Bereich kompletter Elektromobilität, wie wir ja mit dem Mission E in nicht allzu ferner Zukunft auch unter Beweis stellen werden. Nun also wollen wir die wichtigsten Fragen klären. Wie fühlt er sich an und was kann das Auto? Dass der Turbo S-Hybrid 2,3 Tonnen wiegt, dies war das Erstaunlichste, war im Renntempo kaum zu spüren. Die sagenhaften Keramikbremsen sind zwar etwas schwieriger zu dosieren, aber auf die längere Distanz enorm zuverlässig und konstant gut. Heftige Richtungs- und Lastwechsel quittiert der Panamera mit Gelassenheit. Erst beim Blick auf die Anzeigen und den Tacho relativiert sich der eigentlich unspektakuläre Gesamteindruck. Der enorme Boost des Elektromotors ließ gar die Beschleunigung des Turbo Panameras vergessen. Der V8 Biturbomotor mit 550 PS nicht gerade schwach, wird durch eine 136 PS starke Permanent-Synchron-Elektromaschine unterstützt, woraus eine Systemleistung von 680 PS entsteht. Die überbordende Leistung ist die eine Seite der Medaille, das immense Gewicht die andere. Rund 300 Kilogramm zusätzliche Masse machen Lithium-Ionen-Batterie, Nebenaggregate und Steuergeräte aus, wovon der Akku allein rund 130 Kilogramm wiegt. Der gemeinsame Schub summiert sich auf 850 Newtonmeter, was nicht nur in Bereiche großer Dieselmotoren vorstößt, sondern obendrein im gesamten Drehzahlbereich zwischen 1400 und 5500 Umdrehungen genutzt werden kann. Doch das neue Spitzenmodell will nicht nur als Sprintriese gelten, sondern eben auch als Ökosportler. Rechnerisch sind 50 Kilometer emissionsfreie Reichweite drin, was realen 30 bis 40 Kilometern entspricht. Nach EU-Norm kommt so ein durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch von 2,9 Litern je 100 Kilometer heraus. Die Elektroenergie holt sich der Plug-in Panamera normalerweise an der Steckdose, doch auch die selbst erzeugte Energie ist beeindruckend.
Bis zu 400 Newtonmeter Drehmoment kann das System im Schiebebetrieb für die Rekuperation, das heißt für die Wiederaufladung der Batterie, nutzen. Per Wahlschalter am Lenkrad bestimmt der Fahrer, wie die mitgeführte Kapazität von 14 Kilowattstunden eingesetzt wird. Im reinen E-Modus gleitet der Viertürer bis maximal 140 km/h dahin. Die Ladung kann aber auch separiert werden, sodass allein der Verbrenner für den Vortrieb sorgt und die Elektroreichweite für einen späteren Zeitpunkt gespeichert bleibt. Dass Porsche bei allem grünen Anstrich nicht vergisst, eine Sportwagenmarke zu sein, zeigen die Fahrmodi Sport und Sport Plus am gleichen Wahlschalter. Also die Spreizung, und ich denke, der Panamera Turbo SE Hybrid ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel, die Spreizung zwischen einerseits Komfort, Performance und Effizienz nochmals zu erweitern. Für uns ein ganz wichtiges Ziel. Also ein zentrales Element ist der Mode-Schalter, mit dem Sie den Charakter des Fahrzeugs dramatisch verändern können. Das geräuschlose Dahingleiten im E-Power-Modus, rein elektrisch, bis hin zum kombinierten Antrieb aus V8-Verbrennungsmotor mit 550 PS plus die E-Maschine mit 136 PS Sportabgasanlage, sodass Sie dann 680 PS und 850 Newtonmeter über das gesamte Drehzahlband nahezu erleben können. Und das ist wirklich dann ein reiner Sportwagen. Der Panamera Turbo SE Hybrid ist als Startaufstellung für einen großflächigen Umbau des Modellangebots zu sehen. Auch den neuen Kombi Sport Turismo gibt es bereits als E-Hybrid. Und wenn in Kürze ein neuer Cayenne präsentiert wird, sollte es niemanden überraschen, wenn auch dort die Turbo S-Version mit Elektroschub vorfährt. Die Zeitenwende hat also begonnen. Und wie? Und wenn zu erwarten ist, dass eine stattliche Zahl der ausgelieferten Kundenfahrzeuge mit Preisen jenseits der 200.000 Euro-Marke berechnet werden, bringt der Panamera Turbo SE Hybrid einiges an üppiger Serienausstattung mit. Reichlich Grund also, in dem seitlichen Schriftzug E-Hybrid ein selbstbewusstes Statement zu sehen, dessen Farbgebung in Acid Green es ohnehin schwer macht, unbemerkt zu bleiben. Wem allerdings die Bremssättel in Acid Green zu grell sind, dem sei gesagt, dass Porsche auf Wunsch auch das normale Gelb der Keramikbremsen ganz ohne Aufpreis aufpinselt. Ist doch klar, bei dem Preis. Wer sich nun von den Vorzügen eines Hybriden beeindruckt zeigt und zugleich einen älteren Diesel sein eigen nennt, sollte sich einmal ansehen, was Toyota derzeit bietet. 1996 zeigte Toyota den ersten Prius und wurde damals auch von der deutschen Automobilindustrie belächelt. Seitdem konnte Toyota weltweit schon ca. 4 Millionen Einheiten verkaufen, was viele Reisende auch überall auf der Welt in den Stadtbildern nachvollziehen können. Die vierte Generation des Hybrid-Pioniers hat noch einmal ein effizienteres System und ist zudem auch als Plug-in-Hybrid erhältlich. Etwa 50% aller deutschen Toyota-Neuwagenkäufer entschieden sich im ersten Halbjahr bereits für eine Hybrid-Variante. Damit ist nahezu jedes dritte verkaufte Auto des japanischen Herstellers mit einem zusätzlichen Elektromotor ausgestattet gewesen. Ob dies nur an der Diesel-Thematik liegt oder auch an den zunehmend wahrgenommenen Qualitäten des Prius und der vielen anderen Hybridmodelle im Hause Toyota. Jetzt möchte Toyota also die Dieselfahrer zum Umstieg auf ein neues Hybridmodell der Marke bewegen. Bei Inzahlungnahme eines mindestens 6 Monate auf den Käufer oder eines Familienmitglieds zugelassenen Selbstzünders gibt es einen Bonus von 2.000 Euro sowie eine Hybridprämie in nochmals gleicher Höhe. Jahrelang hat die Automobilindustrie im Wettrüsten um den Diesel vorgegaukelt, dass der Diesel deutlich umweltfreundlicher wäre, als er es denn nun tatsächlich ist. Allerorten ist derzeit von der Diesel-Eintauschprämie die Rede. Und das schauen wir uns nun mal genauer an. Denn es gibt verschiedene Anbieter, allen vorweg natürlich die Deutschen, die nun die Kunden dazu bringen wollen, ihren dreckigen Diesel eventuell gegen einen wesentlich besseren oder umweltfreundlicheren einzutauschen, eventuell sogar zu einem Benziner einzutauschen oder natürlich auch in einen Hybriden. Aber da hat die deutsche Automobilindustrie immer noch nicht besonders viel zu bieten. Derzeit ist also die Dieselumstiegsprämie das Thema schlechthin. Und auch Toyota möchte natürlich davon profitieren. Und zwar zu Recht, denn sie haben ja ein attraktives Angebot. Und das heißt, Toyota gibt für jeden, der umstiegswillig ist, eine 2.000 Euro Hybridprämie
und dazu noch die 2.000 Euro für die Diesel-Umstiegsprämie. Das macht zusammen 4.000 Euro. Somit wäre der Prius, der sich hinter mir befindet, der in der Basis 28.000 Euro circa kostet, dann schon mal 4.000 Euro billiger, nämlich 24.000 Euro. Gerade nach einigen Jahren ist der Restwert beim Prius extrem hoch. Also ein gutes Fahrzeug, ein interessantes Fahrzeug, ein umweltfreundlicheres Fahrzeug als die bisherigen Dieselmodelle und natürlich noch ein lukratives Angebot. Das Angebot gilt für die Toyota-Modelle Yaris Hybrid, Auris Hybrid, RAV4 Hybrid und CHR Hybrid sowie Prius und Prius Plus. Gut, der Prius wird auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, allerdings ist er ein guter Kompromiss. Der Diesel ist gerade für die Innenstädte durch die Stickoxide problematisch. Der Benziner ist aber beim CO2-Ausstoß schlechter und beide haben auch ein Partikelproblem. Die reinen Elektrofahrzeuge sind nur interessant, wenn die Batterien mit weniger Energieverbrauch in der Produktion glänzen können und die Energie nachhaltig erzeugt ist. Bleiben noch die Wasserstoffmodelle, die aber besonders an Infrastruktur und dem hohen Preis leiden. Der Hybrid und besonders der Plug-in-Hybrid ist damit ein interessanter Kompromiss zwischen elektrisch fahren und emissionsreduzierter Fortbewegung. Neben den Konkurrenzmodellen von Hyundai, Volkswagen, Porsche, Mercedes etc. ist besonders der Pionier interessant, der Prius. Äußerlich kommt der Japaner, dem mit der vierten Generation eine neue Plattform spendiert wurde, mit scharfen Kanten, einer flacheren Motorhaube und mit horizontal geteilter Heckscheibe daher. Das polarisierende Design nähert sich dem Aussehen des mit Wasserstoff betriebenen Mirai. Insgesamt wirkt der aerodynamisch optimierte Wagen jetzt windschnittiger. Sein CW-Wert ist auf 0,24 gesunken. Der Innenraum wirkt wertiger als der des Vorgängers und die Sitze bieten einen guten Komfort sowie genügend Seitenhalt. Einmal Platz genommen, den Startknopf gedrückt und es herrscht Stille. In der Instrumententafel leuchtet Ready auf und man weiß, dass der Hybrid startklar ist. Der modifizierte 1,8 Liter Vierzylinder leistet 98 PS und 142 Newtonmeter. Der Elektromotor steuert 72 PS und 165 Newtonmeter bei. Die Gesamtsystemleistung des Hybridsystems wurde auf nunmehr 122 PS zum Vorgänger mit 136 PS reduziert. Der knapp 1,5 Tonnen schwere Fünftürer meistert in 10,6 Sekunden den Spurt von 0 auf 100. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Die Kraft wird mittels eines stufenlosen Getriebes auf die Räder gebracht. Der Prius Plug-in Hybrid hat im ADAC Ecotest als einziges von 5 an der Steckdose aufladbaren Fahrzeugmodellen den Bestwert von 5 Sternen erhalten. Der Automobilclub stellte allerdings auch fest, dass unter Kostenaspekten ein sparsamer Dieselantrieb günstiger ist. Da wir aber nun einer umfassenden Dieselproblematik begegnen, sollte dieser Aspekt neu bewertet werden. Der Prius 4 ist in der Normalversion ab 28.150 Euro erhältlich. Der Plug-in mit größerer elektrischer Reichweite kostet mindestens 37.550 Euro. Angesichts einer Dieselprämie von 2.000 Euro für den Umstieg von einem Diesel auf einen Hybriden sowie der Hybridprämie in gleicher Höhe ergibt sich ein Anreiz von immerhin 4.000 Euro, was sicher den ein oder anderen sehr nachdenklich machen wird. Der Umwelt zuliebe. Während Toyota mit Hybriden eine Erfolgsgeschichte schreibt, wird diese mit dem Kodo-Design bei Mazda gestaltet. Neuestes Resultat ist dort der überarbeitete Mazda 2. Zum Modelljahr 2017 hat Mazda seinen erfolgreichen Kleinwagen Mazda 2 aufgefrischt. Seit 2015 fand der Mazda 2 in Deutschland fast 22.000 Käufer und dies nicht ohne Grund. Schließlich glänzt der Mazda 2 stets beim Mängelbericht des TÜVs mit Topnoten. Die Überarbeitung des Wagens, nun für das Modelljahr 2017, ist von außen kaum zu erkennen. Und das ist sowohl gut wie clever, denn somit sind auch frühere Kunden im Besitz eines attraktiven Neuwagens und die Preise im Gebrauchtwagenmarkt bleiben stabil. Die Neuerungen stecken unterm Blech, vor allem in erweiterten Assistenzsystemen und Ausstattungs- und Komfortfeatures. Die interessanteste Neuerung ist die serienmäßige Fahrdynamiksteuerung G-Vectoring Control, die zur Verbesserung des Handlings, der Stabilität und des Fahrkomforts dient und so den Fahrer entlasten soll.
Das System, bereits aus dem Mazda 6, Mazda 3 und CX-5 bekannt, beeinflusst beispielsweise bei einer Kurvenfahrt durch minimale Anpassung des Motordrehmoments das Lenkverhalten und stabilisiert so das Fahrzeug. Die Reduktion des Drehmoments ist so minimal, dass der Fahrer die Auswirkung des Eingriffs im Fahrbetrieb kaum spürt. Bei Mazda 2 haben wir jetzt nach 2 Jahren das erste Facelift eingeführt. Wir haben G-Vectoring Control eingeführt. Das ist eine Fahrdynamikregelung, die durch gezielte lenkwinkelabhängige Eingriffe ins Motormoment die Reaktion auf Lenkbefehle verbessert und die nötigen Lenkkorrekturen, die man sogar beim Geradeausfahren immer so unbewusst macht, verringert, also Fahren insgesamt angenehmer macht. Wir haben die Assistenzsysteme erweitert vom Umfang. Das Fahrzeug bietet also eine ganze Reihe von Unterstützungs- und Sicherheitssystemen. Wir haben ein farbiges Head-Up-Display, was wir jetzt anbieten. Wir haben den Geräusch- und den Abrollkomfort verbessert. Und beim Dieselmotor haben wir auch nochmal gezielt durch ganz clevere Maßnahmen das Verbrennungsgeräusch reduziert. Also das Auto dadurch insgesamt noch runder, noch stimmiger gemacht. Dies trifft auch auf die Form der Karosserie zu. Wie gesagt, es wurde kaum etwas von außen sichtbar verändert. Aber warum auch? Attraktiv und sofort als Mazda aus der hauseigenen Formensprache wiederzuerkennen, macht der Mazda 2 keineswegs einen überkommenen Eindruck. Ganz im Gegenteil. War der Wagen noch vor einiger Zeit sehr modern, scheint er nun mehr denn je den Zeitgeist zu treffen. Auch wenn er auf den ersten Blick sehr kompakt erscheint, er ist mit 4,6 Meter sogar etwas länger als der deutsche Bestseller VW Polo, aber formal ganz anders. Der VW ist eher eckig und gefällig, der Mazda 2 ist runder, provokanter und mit geschlitzten Scheinwerfern sogar markanter. Die Verarbeitung ist ohne jeden Makel, die Lackierung, besonders bei dem so begehrten Rot, ebenfalls erstklassig. Das Gesicht ist wie bei Audi durch den Single-Frame-Grill, auch bei Mazda durch die große Belüftungsöffnung für den Motor geprägt. Der Mazda 2 ist eine sehr sympathische Erscheinung, mit vielen gut gemachten Details im heutigen Kleinwagen einerlei. Dies trifft auch auf den Innenraum zu. Die verwendeten Materialien wirken wertiger als beim Vorgänger. Der Qualitätseindruck ist ausgesprochen gut. Dies gilt auch für die Bestuhlung. Nur bei längeren Beinen fehlt etwas Sitzauflagefläche. Die Zuladung im Kofferraum ist mit 280 Litern guter Durchschnitt in dieser Klasse. Werden die Sitze umgeklappt, stehen dann 950 Liter zur Verfügung. In Sachen Sicherheit wurde bei Mazda kräftig nachgelegt. So gibt es beim Mazda 2 neben dem City-Notbrems-, Spurwechsel- und Spurhalteassistenten jetzt auch eine Müdigkeitserkennung und den City-Brems-Notassistenten Plus, der beim Parken und Rangieren Hindernisse hinter dem eigenen Fahrzeug erkennt und notfalls automatisch bremst. Aber so viele Neuheiten haben doch auch sicher ihren Preis, Herr Münzinger, oder etwa nicht? Der Mazda 2 bleibt auch im Modelljahr 2017 vom Einstiegspreis unverändert. Bei 12.890 Euro geht es da los. Also das Fahrzeug wird durch diese Verbesserungsmaßnahmen nicht teurer. Preis-Leistungs-Verhältnis wird dadurch ein bisschen angehoben. Fahrzeug ist, denke ich, da sehr wettbewerbsfähig positioniert. Na dann wird dem weiteren Erfolg im Markt ja nichts im Wege stehen. Das Fahrwerk ist eher komfortabel abgestimmt und damit auch noch eine Spur besser als der Vorgänger. Beim Vortrieb bleibt beim Mazda 2 alles beim Alten. So stehen ein 1,5 Liter Benzinmotor in 3 Leistungsstufen mit 75, 90 und 115 PS sowie ein 1,5 Liter Diesel mit 105 PS zur Wahl. Bei den Ausstattungslinien werden die Prime, Center, Exclusive und Sportsline durch 2 Sondermodelle namens Kisoku und Kisoku Intense ergänzt. Die Kisoku-Version mit 75 PS Motorisierung ist ab 16.490 Euro erhältlich und basiert auf der Centerline-Version. Sie bietet unter anderem ein Touring-Paket, Leichtmetallfelgen und das MZD Connect System. Die Preispalette des Mazda 2 beginnt wie beim Vorgänger bei 12.890 Euro für den Basisbenziner in der Prime-Line und endet bei 19.990 Euro für den 105 PS starken Diesel in der Sportsline. Zusammengefasst sei zu sagen, die Verarbeitung ist gut, das Fahrverhalten top, die sparsamen Motoren laufruhig und die Restwerte attraktiv. Wer sich in die einzigartige Form verliebt hat, der bekommt für sein Geld ein ordentliches Auto mit hohem Nutzwert.
Fiesta heißt auf Spanisch so viel wie Fest, Feier oder kurz Party. Und eine Party kann Ford nun auch feiern, denn der Bestseller rollt größer und sportlicher in die nächste Generation. Nun ist sie also da. Die schon 8. Generation des Ford Fiesta. Leute, wie die Zeit vergeht. Und dabei brachte gerade die letzte Version es im Frühjahr 2017 noch fertig, den Golf als meistverkaufter PKW Europas abzulösen. Respekt. Nicht nur für die deutschen Kunden, sondern auch für den Export in mehr als 60 Märkte wird der Fiesta in Köln zusammengebaut. Somit hat der Fiesta für die Kölner eine besondere Bedeutung, auch wenn der Golf nach einem Modellwechsel demnächst wieder die Führung in der Verkaufsstatistik übernimmt. Nichtsdestoweniger ist der Fiesta näher an die Kompaktklasse herangerückt. Und das auch, weil der hauseigene Car ebenfalls gewachsen ist. Jetzt ist der neue Fiesta also erstmals auf eine Länge von mehr als 4 Metern gewachsen. Im direkten Vergleich ist das an der Front und an der Heckschürze zu sehen. Der Radstand ist kaum verändert. Gibt es somit nicht mehr Beinfreiheit, so werden die Passagiere allerdings von der spürbaren Aufwertung des Innenraums überrascht sein. Hartplastik ist zwar immer noch erste Wahl, jedoch fühlt sich der neue, kleine, durch eine aufgeräumte Architektur, weniger Tasten und Knöpfe, geschmackvolles Ambiente und hochwertige Materialien fast eine halbe Klasse wertiger an als der Vorgänger. Dies sieht der Kunde auch daran, dass die bisherige Basisvariante Trend aus dem Angebot gestrichen wird. Für Kunden, die einen Wagen mit preislicher Nähe zu 10.000 Euro suchen, soll das Modell K Plus künftig das geeignete Ford-Angebot sein. Ein neuer Fiesta ist jetzt nicht mehr unter 12.950 Euro zu haben, was gefährlich ist, denn der Fiesta zog bisher seine Vorteile auch aus dem Preis gegenüber dem VW Polo, Opel Corsa oder Importen wie dem Kia Rio. Der ist ebenfalls gerade auf den Markt gekommen, gut verarbeitet und rangiert mit seinem Einstiegspreis 1.260 Euro unter dem Kölner. Ein umgekehrtes Bild ergibt sich allerdings bei den 1 Liter Turbobenzinern mit 100 PS. Da ist der Ford mit 15.100 Euro und 1.790 Euro günstiger als ein Rio. Gleichsam der üblichen Anpassung im Markt ist nicht mehr Titanium die höchste Ausstattungsvariante, sondern der Fiesta Vignale. Zusätzlich gibt es nächstes Jahr einen Active, der mit leicht angehobenem Fahrwerk und dunkler Seitenbeplankung die Crossover-Kundschaft vereinnahmen soll. Für Interessenten mit dem Wunsch nach individuellem Auftritt hält Ford eine Reihe von Optionen bereit. Neuerdings können zum Beispiel die Dächer in Kontrastfarbe bestellt werden. Die unterschiedlichen Ausstattungsversionen kennen 5 verschiedene Gesichter. Das heißt, bei Titanium oder ST-Line gibt es Abweichungen in der Frontgestaltung. Was die Benzinmotoren angeht, schlägt die Ford-Entwicklung eine schlankere Richtung ein. 4-Zylinder sind aus dem Programm verschwunden. Alle Otto-Triebwerke haben nur noch 3-Zylinder, darunter der mehrfach als Engine of the Year ausgezeichnete 1-Liter EcoBoost-Motor, der wahlweise mit 100, 125 oder 150 PS zu haben ist. Wenn der Fiesta ST erscheint, wird auch er aus 3 Zylindern seine Kraft schöpfen. Von 1,5 Litern Hubraum ist da die Rede. Von mehr als 200 PS Leistung und rund 300 Newtonmetern Drehmoment. Das Dieselangebot, das in Deutschland zuletzt rund 30% des Absatzes ausmachte, umfasst 2 Versionen mit 85 und 120 PS. Besonders nach der derzeitigen Diesel-Diskussion stellt sich da nur die Frage nach den alternativen Antrieben. Und dort scheint Ford weit zurückzuliegen. Opel hat gerade mit dem Ampera E, fast auf Fiesta-Format, ein wenn auch wesentlich teureres Elektromodell vorgestellt. Renault Zoe und Nissan Leaf sind fast schon etabliert und Ford hat nichts in dieser Klasse vorzuweisen. Allerdings will Ford gerüstet sein, wenn sowohl der Markt wie auch die Infrastruktur dazu bereit ist. Das Resultat ist also wieder einmal, dass Ford einen sehr agilen Fiesta im Programm hat. Und das auch in der 8. Generation. Das war's schon wieder mit den Neuheiten aus der Welt der elektrifizierten Automobile und den Neuheiten bei Mazda und Ford. Wir hoffen, wir haben Sie gut unterhalten und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei CarNews TV.